jetzt sind wir bei unserem Après-Ski, beim Einkehrschluckerl angekommen. Gell? Das ist eigentlich so ein bisschen mein Baby. Das habe ich einmal angefangen. Vor ja, fast 25 Jahren haben wir da begonnen mit dem Après-Ski. Wir waren eine der ersten in Gastein, was das eigentlich gemacht haben. Das haben uns größere Orte schon vorgemacht. Aber da in Gastein waren wir so ein bisschen die Après-Ski-Pioniere. Wir haben zuerst also eine ganz gewöhnliche Schirmbar gehabt, haben aber das dann ein bisschen umgebaut und jetzt haben wir so einen schönen Pavillon gemacht draus. Nachmittags geht es da ganz nett zur Sache. Mittags servieren wir auf unserer Terrasse frischen Kaiserschmarrn oder was das Herz begehrt. Wir haben auch jetzt im Sommer das geöffnet, unser Schluckerl, weil eigentlich wir direkt an der Seilbahn sind, an der Gipfelbahn Fulseck und das Sommerlifteln eigentlich immer mehr kommt. Wir haben gesagt, wir nehmen das jetzt ein bisschen mit. Und haben auch jetzt unser Schluckerl im Sommer geöffnet, machen wir immer nachmittags, machen wir das da draußen ganz nett mit Kuchen und Kaffee und Eis, was jetzt so die Gäste gerne wollen. Da haben wir so eine kleine Ecke geschaffen für unsere Gäste, haben wir ein bisschen einen Kachelofen gebaut. Da sitzen oft echt auf so einem kleinen Platz, wie da ist, suchen 15 Leute oft beieinander und haben die riesen Gaudi, weil das einfach die Höhle ist. Und dann sage ich euch noch ein bisschen was mache ich auch selber. Nicht nur die Herrschaften in der Küche. Ich mache immer einen Zirbenschnaps, den mache ich aber selber. Ich werde jetzt dann die nächste Woche abfüllen und dann brauchen wir den im Winter hier zum Après-Ski viel und verkaufen den auch drinnen an der Rezeption. Viele Gäste nehmen den gerne mit als Mitbringsel. Ist also ein bisschen mein Hobby. Und wenn ihr mal Lust und Laune habt, dann kommt ihr mal vorbei und dann verkostet man einmal.